Diese Sendung kennt drei voneinander unabhängige Arten von Spielen, die dem Spaß der Menschen dienen. Highlights der Woche, neue Releases und kostenlose Spiele. Dies sind ihre Geschichten. Sea of Thieves bekommt diese Woche mit dem Fluch der Karibik-Crossover A Pirate's Life das bisher größte Update. Der Hauptteil der Season 3 sind 5 neue Tall-Tale-Geschichten rund um Disney-Charaktere wie Captain Jack Sparrow, Davy Jones und Co. Aber auch abseits der besonders einsteigerfreundlichen Story-Missionen gibt's Neuerungen. So lauern neben neuen Events und freischaltbaren Cosmetics auch gleich 3 neue Gegnerfraktionen euch und eurer Crew auf. Schwimmende Sirenen, geisterhafte Phantome und Meeresbewohner, die euch an Land angreifen. Wie immer ist auch dieses Update für Sea of Thieves kostenlos, nur das Basisspiel müsst ihr kaufen, wenn ihr nicht Abonnenten des Xbox Game Pass seid. Mit Super Rush feiert die Mario Golf-Reihe ihr Debüt auf der Nintendo Switch und mischt den Gentleman-Sport mit diversen verrückten Modi gehörig auf. Neben einer Story-Kampagne bringt Super Rush außerdem mehrere Multiplayer-Spieltypen, bei denen ihr entweder lokal oder online mit 3 anderen Spielern abschlagen und putten dürft. Beim Speedgolf müsst ihr dafür nicht mal warten, bis ihr dran seid, weil alle Teilnehmer hier gleichzeitig versuchen einzulochen. Im Multiplayer macht's zwar Laune, so wirklich rund sind leider Story- und Speedgolf-Modus aber nicht geworden. Im Game-Protest gibt's deshalb 77 Punkte. Eine positive Überraschung ist dafür diese Woche Scarlet Nexus. Im Action-Rollenspiel von Bandai Namco spielt ihr einen Psioniker, der in einer dystopischen Zukunft die Menschheit vor den mysteriösen Wesen The Others beschützen soll. Vor allem das Kampfsystem mit seinen Psychokinese-Kräften ist den Entwicklern dabei ziemlich gut gelungen, denn neben normalen Angriffen mit Nahkampfwaffen dürft ihr auch die Superkräfte eurer Teammitglieder einsetzen und so auch Teile der Levelarchitektur auf eure Gegner schleudern. Im Game Protest räumt Scarlet Nexus dank schicker Anime-Optik und coolem Kampfsystem 86 Punkte ab. Yo ho, a Pirate's Life for me. Und damit wisst ihr schon, was ich diese Woche am meisten gespielt habt. Aber was habt ihr denn gespielt? Was war denn euer Highlight der Woche? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und falls ihr noch Inspirationen für die nächste Woche braucht, hier kommen die Releases für die nächsten 7 Tage. Dieses Video wird euch präsentiert von unserem Tuning-Tipp der Woche, Doom Eternal. Denn das Next-Gen-Update von und mit Nvidia liefert dein PC nicht einfach nur Raytracing nach, sondern vor allem DLSS. Und das ist, was diese Zahlen überhaupt erst ermöglicht. Euer PC rendert das Spiel nämlich eigentlich in einer niedrigeren Auflösung und die Deep Learning Supersampling-Technologie von Nvidia macht daraus dann scharfe Bilder, die aussehen wie 4K. Aber eben ohne FPS einbüßen zu müssen. Wählt dazu in den Einstellungen einfach den DLSS-Modus, der am besten zu euren Bedürfnissen passt und los geht's. Das Remake zum PS2-Klassiker Destroy All Humans gibt's ab nächster Woche nach PC, PS4 und Xbox One auch für Nintendo Switch. Inhaltlich ist das Actionspiel mit den anderen Versionen identisch, ihr zwingt also auch hier als Furor-Alien Kryptosporidium 137 die Menschheit der 1950er Jahre in die Knie. In der Switch-Version ist allerdings der Skin-Paket-DLC bereits enthalten, ihr müsst ihn also nicht für rund 10 Euro separat dazu kaufen. In Japan ist Disgaea 6 Defiance of Destiny bereits erschienen. Kommende Woche gibt's die Switch-Version des Taktik-Rollenspiels dann auch in Europa. Darin sollt ihr mit eurer vorlauten Heldenparty den bisher stärksten Gott der Zerstörung stoppen. Einen Termin für die westliche PS4-Version gibt's übrigens noch nicht. Doom Eternal bekommt ebenfalls einen Re-Release, diesmal für PS5 und Xbox Series X, sowie den DLSS-Support für PC. Auf den Konsolen gibt's entweder als kostenloses Upgrade oder eigenen Release die Wahl zwischen Raytracing, 4K bei 60 FPS und einen Modus für 120 FPS. Auf dem PC gibt's dagegen per kostenlosen Patch Raytracing und DLSS und damit Raytracing, 4K und 120 FPS gleichzeitig, sofern euer Rechner und Grafikkarte das mitmacht. Und es geht munter weiter mit den Re-Releases, denn auch die LucasArts-Klassiker Zombies Ate My Neighbors und dessen Fortsetzung Ghoul Patrol kommen 28 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung für Super NES und Mega Drive nochmal auf moderne Plattformen. In beiden Spielen steuert ihr alleine oder mit einem Mitspieler die Teenager Zeke und Julie und müsst in über 70 Levels die Nachbarschaft vor Zombies retten.
Die Neuauflage enthält außerdem einen Museumsmodus mit Bonus-Artworks und Entwicklerinterviews. Ich weiß nicht, ob ihr so viel Re-Releases aushalten könnt, aber hier kommt nochmal einer. Doki Doki Literature Club kommt als Plus-Version zurück und auch hier gilt eine Warnung. Was auf den ersten Blick nämlich nach harmloser Teenager-Schnulze in Anime-Optik aussieht, hat tatsächlich faustdick hinter den Ohren. Die Plus-Version des Visual Novel Überraschungshits von 2017 bietet 13 neue Musikstücke, hochauflösende Bilder und 6 neue Side-Stories, die außerhalb der Zeitlinie des normalen Spiels stattfinden. Imp of the Sun ist dagegen komplett neu und soll ein 2D-Plattformer über peruanische Mythen sein. Als kleiner Imp sollt ihr das in 4 Teile zerbrochene Sonnenlicht zurückbringen und unterwegs eure Kräfte stärken. Die Entwickler von Sunwolf versprechen abwechslungsreiche Levels und einen handgezeichneten Grafikstil. Na schön, einen Re-Release habe ich noch, nämlich die Gold-Edition von Greedfall. Das Rollenspiel erscheint damit nämlich nochmal, inklusive der neuen Erweiterung The Devesp Conspiracy, auch für PS5 und Xbox Series X und S. Das Add-on bringt ein komplett neues Areal und eine zugehörige Questreihe, neue Waffen und eine weitere Gegnerfraktion. Wer Greedfall übrigens bereits für Xbox One und PS4 gekauft hatte, bekommt die verbesserte Grafik mit 4K-Auflösung und 60 FPS auch als kostenloses Next-Gen-Upgrade. Hallo? Herr Doomslayer, Sie haben hier Ihre Waffe liegen lassen. Naja, egal. Kaum hat der feine Herr Raytracing, muss er nicht mehr drauf aufpassen, wo er sein Zeug liegen lässt. Wir kommen jetzt zu den kostenlosen Spielen des Wochenendes, also all die Sachen, die ihr entweder runterladen könnt, um sie dann dauerhaft zu behalten oder auch nur zeitlich begrenzte Demos. Wie genau das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Auf den Spuren von Arcade-Racing-Klassikern wie OutRun rast das erste kostenlose Spiel für dieses Wochenende in den Epic Game Store, Horizon Chase Turbo. Darin brettert ihr in 31 verschiedenen Fahrzeugen in Retro-Optik über 108 Rennstrecken und zwar entweder alleine oder im Splitscreen-Modus für bis zu 4 Spieler. Noch schneller wird's dieses Wochenende nur im zweiten Gratisspiel im Epic Game Store, nämlich Sonic Mania. Mit Sonic und seinen Freunden rennt ihr darin durch neue 2D-Level, die aber klar im Stil der ersten 3 Spiele der Reihe gestaltet sind. In Sonic Mania gibt's zudem neue Bossgegner und Gameplay in 60 FPS. Dass Tell Me Why gerade komplett gratis ist, hatten wir euch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, jetzt gibt's hier aber nochmal den Hinweis, denn die Kostenlos-Aktion endet am 1. Juli. Bis dahin könnt ihr noch zur Feier des Pride Months alle 3 Episoden des Familiendramas herunterladen, in dem 2 Geschwister in Alaska als Erwachsene ihre Kindheit aufarbeiten müssen. Zwar keine kostenlose Vollversion, aber immerhin die Demo zur Rollenspielfortsetzung Neo The World Ends With You gibt's ab sofort für PS4 und Switch. Auf beiden Plattformen dürft ihr die ersten 2 Spieltage zocken und dabei den Hauptcharakter Rindo und weitere Figuren treffen. Jeglichen Fortschritt dürft ihr dann in die Vollversion übernehmen, wenn diese am 27. Juli erscheint. Für PC gibt's bisher keine Demo, da soll der Release aber auch erst später diesen Sommer im Epic Game Store erfolgen. Und nochmal eine Demo, diesmal zu Pro Evolution Soccer 2022. Die hat Konami aber gar nicht groß angekündigt. Unter dem kryptischen Namen New Football Game Online Performance Test gibt's auf PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X und S aber 4 spielbare Mannschaften und sogar Crossplay innerhalb der gleichen Konsolenfamilie. In der auf der neuen Unreal Engine basierenden Demo dürft ihr mit Manchester United, Bayern München, Juventus Turin und dem FC Barcelona kicken. So, Freunde, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder fast am Ende dieser Sendung angekommen. Ich hoffe, für euch war was zum Spielen dabei. Aber die Frage bleibt, was spielen wir denn jetzt am Wochenende? Ich natürlich ein bisschen mehr Sea of Thieves, aber ich habe mir auch auf der PS5 Ratchet & Clank Rift Apart geholt. Da freue ich mich jetzt auch drauf, das dieses Wochenende mal auszuprobieren. Natascha spielt Might and Magic Dark Alliance und kämpft da im Koop gegen Fantasy-Monster. Und auch Maurice wird kämpfen dieses Wochenende. Der wird nämlich auf Max bei Twitch eine neue Ausgabe Ränkespiel bestreiten. Ab 16 Uhr spielt der auf Twitch dann Anno 1800 mit und gegen seine Gäste. Schaut da also unbedingt mal rein. Das war es aber noch nicht mit allen Videos, die wir dieses Wochenende noch haben. Schaut euch deshalb unbedingt auch von Andy die Sondersendung zu Windows 11 an oder dieses Video, das eine Überraschung ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist bestimmt gut, ist von unserem Kanal.
Schönes Wochenende, bis nächste Woche. Weiterspielen.